Okay, also wenn das hier jetzt wirklich die Venus ist, wovon ich ausgehe, ich mache jetzt einfach alles nochmal runter. Die Venus ist ja, glaube ich, oh Gott, ich will nichts Falsches sagen, relativ nah an der Sonne. Also ich habe mich dafür nie wirklich interessiert. Das hat man wahrscheinlich in meiner Schule gelernt, 5. Klasse oder so. Gefühlte 100 Jahre her, ich habe keine Ahnung. Also, das ist die Venus. Pluto ist klar. Erde ist auch nicht weit von der Sonne entfernt, würde ich jetzt irgendwo hier, ja, ich sag mal, so im Mittelfeld, ich sag mal jetzt einfach da, nicht zu weit weg. So, dann ist jetzt noch die Frage, was ist das hier? Ist das jetzt Merkur oder Mars? Mars ist wahrscheinlich größer als Merkur, würde ich jetzt sagen. Und relativ nah an der Erde dran. Das wäre der hier, der direkt danach kommt. Okay. Neptun. Neptun und Uranus. Das ist jetzt die Frage. Sind beide, glaube ich, relativ weit weg. Dann haben wir den Saturn. Boah, ich finde das echt super schwer. Also jetzt nicht super schwer, aber schon, man hat halt keine Ahnung, wenn ich den da hinsetze. Ich mache jetzt hier gerade mal einfach irgendwas. Also das ist der Jupiter, das hier ist der Saturn. Ich verwechsel die immer, wobei das eigentlich klar ist, dass der Saturn der mit den Ringen ist. Da ist der Saturn, da ist der Jupiter, hier ist die Erde, okay. Und das ist dann Merkur und der ist direkt am nächsten dran. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier wirklich schon richtig ist. Das war ja der Mars, genau. Dann sind entweder diese beiden hier falsch. Ich tausche die gerade mal aus. Oder die beiden da hinten sind falsch. Das könnte ich mir jetzt so. Aha! Sag bloß! Hey! Das war's. Ja, zum Glück. Das muss Williams Schlüssel sein. Oh Gott. Also ich mag ja Rätsel, eigentlich auch solche Rätsel, aber wenn man sich dafür null interessiert und ganz ehrlich, Sonnensystem, Planeten, nö, interessiert mich absolut nicht. Das sind so Dokus, die dann auf, weiß ich nicht, Phoenix kommen, nee, wahrscheinlich eher auf Phoenix, die man dann so nachts um 3 zum Einschlafen guckt, wenn gerade mal nichts über Hitler kommt. Wie ja eigentlich immer. Dann guckt man solche Dokus und dann schlafe ich dabei sehr gut ein, weil mich das so langweilt. Also, Rätsel sind eine schöne Sache. Ich liebe Rätsel. Ich möchte den ganzen Tag Rätsel machen. Aber dann bitte welche, die mich in gewisser Art und Weise interessieren, mit denen ich mich irgendwie auskenne. Na gut, das wird wohl der Schlüssel sein, gehe ich von aus. Hey, endlich. Sehr cool. Oh, sehr cool. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Ich habe Williams Schlüssel auf der anderen Seite der Tür stecken lassen. Nein. Offenbar klemmt das Schloss. Warum tust du auch sowas? Warum? Gut, wir gucken uns hier erstmal um. Karten. Astrologische Karten. William war von den Sternen und dem Weltall fasziniert. Ich glaube aber nicht, dass sie mir weiterhelfen werden. Ja, die hätten mir vorhin bei dem Rätsel weitergeholfen, aber okay, ich hoffe, wir werden sie nicht mehr brauchen. Der Deckel lässt sich nicht bewegen. Das war so klar. Der schwarze Turm fehlt. Oh, mysteriös. Der schwarze Turm fehlt. Die ist wahrscheinlich auch verschlossen. Der Deckel ist abgeschlossen. Ja, das war ja zu erwarten. Was haben wir hier? Der Sekretär. Vielleicht finden wir darin irgendwas Spannendes. Oh, die Musik. Die Musik. Die Musik sagt gar nichts. Viele Schriftrollen und Papiere, aber nichts in Williams Handschrift. Irgendwo muss er doch seine wichtigen Notizen gemacht haben. Und guckt mal da, der schwarze Turm. Übrigens ein Objekt, an das ich mich noch erinnern kann, auch wenn ich das Spiel vor, ja, keine Ahnung, irgendwie 5 Jahren oder 6, 7 Jahren gespielt habe. Denn wir haben jetzt ein kleines Messer und warum ich mich daran erinnere, ist,
weil ich der Meinung bin oder meine mich erinnern zu können, dass wir diesen tollen Gegenstand jetzt die ganze Zeit bis zum Ende des Spiels im Inventar behalten. Das kleine Messerchen hier. Ja, an sowas kann ich mich dann erinnern. Oh, so eine schöne Melodie. Ach, das erinnert mich gerade an Silent Hill 2, an diese tolle Spieluhr in der Eingangshalle vom Hotel. Die Melodie liebe ich ja auch voll. Ach ja. Mir ist, als hätte ich diese Melodie schon mal gehört. Ja, hast du das? Okay, hier ist sonst nichts mehr. Pergament. Mehrere mit Notizen beschriebene Schriftrollen. Sie enthalten nichts Nützliches. Na, das ist ja super. Schublade. Was haben wir hier Schönes? Dieser Titel ergibt keinen Sinn. Das muss ich mir näher ansehen. Ach, natürlich. Wenn man ein Buch findet, dessen Titel keinen Sinn ergibt, nimmt man es einfach mit, weil es könnte ja interessant sein. In dem Buch ist ein kleiner Schlüssel. Aha. Einige Seiten wurden ausgeschnitten, um einen Schlüssel zu verstecken. Den stecke ich ein. Gut, dann war das Buch mit dem Titel, der keinen Sinn ergibt, also doch noch irgendwie nützlich. Und damit können wir jetzt wahrscheinlich eine der beiden Truhen aufschließen. Hoffe ich doch. Nichts. Na gut, dann probieren wir hier unser Glück. Wahrscheinlich auch nicht. Ah, doch. Seltsame Kugel. Okay. Fühlt sich kalt an. Oh ja, so eine kalte Kugel könnte ich jetzt auch gebrauchen. Es sind hier gefühlte 45 Grad oder so. Alte Karten, ein Globus und ein Sextant. Wofür hat William das alles gebraucht? Ach, das erinnert mich gerade irgendwie an Black Sails. Das Geisterschiff. Ein sehr mittelmäßiges Adventure. So, habe ich hier noch irgendwas übersehen? Ich kann es immer noch angucken, vielleicht mit der rechten Maustaste. An der Unterseite der Schublade klebt ein Buch. Das Tagebuch von William Gordon. Williams Tagebuch. Ausgezeichnet. Ah, jetzt bin ich gespannt, was da so Tolles... Vielleicht erfahre ich jetzt endlich, was in jener Nacht geschah. 21. März. Ich bin alt. Ich bin alt. Ich weiß, dass meine Tage gezählt sind. Und darum möchte ich meinem Leben einen Sinn geben, bevor ich diese Welt verlasse. Ich habe meine letzten Jahre der Suche nach der Wahrheit über meine Familie und das Blut, das in meinen Adern fließt, gewidmet. Vielleicht liegt es an den Schuldgefühlen, die ich in meinem Herzen trage. Ob des Schicksals meines lieben James. Ein Schicksal, das ich aus Mangel an Mut nicht zu ändern vermochte. Nach vielen Jahren des Studiums der alten Chroniken weiß ich endlich, was das Ziel meiner Suche ist. Ich darf keine Zeit verlieren. 23. März. Aus den Schlosschroniken und den alten Aufzeichnungen in der Bibliothek habe ich so manches Vergessene entdeckt und viel Neues erfahren. Ich habe erfahren, dass James nicht der Einzige war, der den Verstand verloren hat. Über die Jahrhunderte wurden einige meiner Vorfahren vom gleichen Leiden heimgesucht, das James jetzt befallen hat. Wie es scheint, gibt es immer wieder gewisse Parallelen, als wäre ein perverser Zweck dahinter. Ich habe unseren Stammbaum zurückverfolgt und erfahren, dass jeder einzelne dieser armen Teufel in der gleichen Woche geboren wurde, und zwar alle 200 Jahre. Könnte dieser Wahnsinn eine Art Strafe sein? Die Strafe für ein Verbrechen? So schrecklich, dass es auch nach 700 Jahren noch nicht verbüßt ist? Mir jagt diese Vorstellung Angst und Schrecken ein. Sie verfolgt mich jetzt Tag und Nacht. 5. April. Ich spüre, dass etwas mit mir nicht stimmt. Ich fühle mich von Tag zu Tag schwächer. Endlich holt mich mein Alter ein.
Laut den Chroniken führt der Weg zur Wahrheitsfindung über 5 symbolische Schlüssel. Ihren Zweck kenne ich nicht genau. Aber wenn sie mich zur Wahrheit führen, muss ich sie finden. Ich habe beschlossen, zunächst die zu suchen, die im Laufe der Jahre weit weg von meinem Schloss getragen wurden. Vor vielen Jahrhunderten wurden die Schlüssel in die Obhut verschiedener männlicher Mitglieder unserer Familie gegeben, um zu verhindern, dass sie gemeinsam benutzt werden. Zum Glück besitze ich einen. Und James' Schlüssel zu bekommen, dürfte nicht allzu schwer fallen. Wenn ich das früher gewusst hätte, was ich heute erfahren habe, hätte ich ihn ihm nicht gegeben. Laut unserer Aufzeichnung ist der nächste Schlüssel in Markus' Händen. Der vierte Schlüssel ging an Darkham Gordon, der ursprüngliche Herr des abgelegenen Schlosses in Wales. Eines steht fest. Ich muss bald nach Wales aufbrechen. Ich weiß immer noch nicht, wo sich der fünfte Schlüssel befindet. Sein Ursprung ist im Nebel der Vergangenheit verborgen. Wenn ich die anderen bekommen habe, muss ich auch diesen letzten suchen. 15. April. Ich bin aus Wales zurückgekehrt. Meine Suche verlief ohne Erfolg. Es war nicht leicht, in die Familiengruft zu gelangen. Leider gelang es mir nicht, das nächste Fragment der Wahrheit zu finden, und ich musste mit leeren Händen wieder heimkehren. Aber noch ist nicht alle Hoffnung verloren. Ich werde mich auf die Schlüssel konzentrieren, die James und Markus besitzen. Sie zu bekommen dürfte nicht schwer sein. 21. April. Was meinen Vorfahren in der Vergangenheit widerfahren ist, kann ich nicht mehr ändern, aber ich hoffe, zukünftige Ereignisse beeinflussen zu können. Der Fluch, der auf unserer Familie lastet, hat seinen Ursprung in grauer Vorzeit. Er muss aus einer Zeit stammen, die so weit zurückliegt wie die von Markus und Mordred, den ersten Gordons. Ich habe beschlossen, an dem Ort, an dem Markus ruht, nach Antworten zu suchen. Ich weiß, dass sein Grab im Dunkel unter der Gemeindekirche verborgen ist. Der Eingang ist lange in Vergessenheit geraten und niemand weiß, wo er liegt. Ich mache mich heute Abend auf den Weg zum Pfarrhaus. 26. April. Was auch immer unter Wormhill begraben liegt, es ist nicht leicht zu erreichen. Erst nach mehreren Tagen entdeckte ich einen eigenartigen Sockel im Glockenturm mit zahlreichen winzigen, sorgfältig bearbeiteten Steinen. Der ganze Sockel ist ein raffiniertes, mechanisches Schloss. Er öffnet zweifellos den Weg in die unterirdische Welt unter der Kirche. Ich habe versucht, die Positionen der gegenüberliegenden Steine zu ändern. Aber es gelang mir nicht, mich voll zu konzentrieren. Ich war zu müde, um den Mechanismus richtig einzustellen. Bevor ich heimkehrte, fertigte ich eine Skizze des Mechanismus an und legte die Steine an ihre ursprünglichen Plätze zurück. Morgen will ich so früh wie möglich nach Wormhill aufbrechen. 27. April. Heute war das Glück auf meiner Seite. Ich habe den Gang geöffnet, der zu Markus' Grab führt. Ich bin mit Sicherheit der Erste seit Jahrhunderten, dem dies gelungen ist. Meine Überraschung war groß, als ich in das Grab hinunterstieg. Von Markus' Leiche war keine Spur zu finden. Seine Überreste müssen irgendwo versteckt sein. Ich habe die Hoffnung, dass die Antwort in den 4 Büchern in der Mitte des Grabes zu finden ist. Möge Weisheit dir den Weg weisen, steht in Stein gemeißelt. Im Tode wie im Leben wird Markus von Weisheit geschützt. Ich bin fast sicher, dass das erste Lösungswort Atem lautet. Ich habe in der Dunkelheit versucht, den Text aus den Büchern niederzuschreiben, aber es war leichter, ihn mir einzuprägen. Ich habe auch einen außerordentlichen, höchstwahrscheinlich zeremoniellen Gegenstand in der Form einer vollkommenen Kugel gefunden. Als ich sie berührte, war mir,
als würde ich den Atem der Jahrhunderte spüren. Ein seltsames Gefühl. 7. Mai. Vor dieser Nacht habe ich Angst. Ich habe 2 Tage lang nicht geschlafen. Und ich höre Stimmen. Ja, menschliche Stimmen. Dutzende davon. Ihr Geflüster in meinen Ohren ist wie das Rauschen eines schrecklichen Meeres. Was geschieht mit mir? Werde ich auch wahnsinnig? Nein, das will ich nicht glauben. Ich bin so kurz davor, die Wahrheit zu finden. Okay, das war jetzt extrem lang hier, das Ganze. Ja, Zusammenfassung ist eigentlich nur, dass William 5 Schlüssel gesucht hat, die die männlichen Vorfahren der Gordons alle bei sich hatten. Und zwischendurch musste er einige Rätsel lösen, beziehungsweise hat es versucht, aber nicht geschafft. Und auf der Familie Gordon lastet ein Fluch. So, das war eigentlich die Zusammenfassung, glaube ich. Wenn ich jetzt richtig zugehört habe. So, ich hoffe, wir haben hier alles. Dann wollen wir doch mal wieder, ja, wohin auch immer gehen. Die Tür bewegt sich kein Stück. Ach, klar. Können wir vielleicht hier mit dem Messer? Ich versuche, den Riegel hochzuschieben. Das ist natürlich eine sehr gute Idee, Samuel. Geschafft. Ich fühle mich irgendwie seltsam. Oh nein, nimm doch Mein Kopf! Nimm doch ein paar Tabletten! Alter! Sir, endlich sind Sie aufgewacht. Langsam haben wir uns Sorgen gemacht, dass Ihnen etwas zugestoßen ist. Was ist dir passiert, Samuel? Ich weiß es nicht. Ich bekam plötzlich höllische Kopfschmerzen. Danach erinnere ich mich an nichts mehr. Wie bin ich in mein Zimmer gekommen? Bates fand dich bewusstlos auf dem Dachboden. Ja, ich wollte oben aufräumen. Da habe ich sie auf dem Boden entdeckt. Ich bin zu Sir Robert geeilt und wir haben sie in ihr Bett gelegt, damit sie sich erholen. Samuel, ich habe dir doch gesagt, dass du dich nach einer so langen Reise ausruhen sollst. Vielleicht hattest du recht. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich erinnere mich vage an einen seltsamen Traum, weiß aber nicht, was er bedeuten könnte. Hauptsache, es geht dir jetzt wieder besser. Ja, stimmt. Am besten, du schläfst dich richtig aus. Diesmal werde ich deinen Rat befolgen, Robert. Gut. Dann lassen wir dich jetzt in Ruhe. Wenn es wieder schlimm wird, melde dich. Danke. Ich fühle mich schon etwas besser. Kommen Sie, Bates. Wir lassen Samuel ein wenig schlafen. Ja, Sir. Robert hatte recht. Ich sollte mich ausruhen. Morgen ist auch noch ein Tag.